Hallo meine Lieben und herzlich willkommen wieder mal zu einem wunderschönen neuen Part von Let's Play Far Cry 3. Mein Name ist Alifas alias T-Life und wir machen uns jetzt auf dem Weg zu dem, was wir ja eigentlich machen wollten, nämlich den Kontrollpunkt einnehmen. Aber zuvor würde ich gerne mal ganz kurz hier die ganzen Ausrufezeichen mal loswerden. Weil wir das gerade gehörig auf den Zünder geht, dass hier jedes Mal Ausrufezeichen kommen und warum geht das jetzt nicht? Ah, jetzt. So. Herstellung, was kann ich denn da jetzt herstellen? Ah ja. So, was brauchte ich denn für die große Brieftasche. Casual-Leder. Ach, die Biester. Okay. Ich weiß jetzt, welche Biester das waren. Gut. Wir machen uns jetzt... Da komme ich da oben noch hin? Das würde mich jetzt mal kurz interessieren. Das... Tatsächlich komme ich hier noch hoch. Und da ist auch die eine Truhe, die ich vorhin... nicht gesehen habe. 13 Dollar, 13 Dollar, 20 Dollar. Was soll's? 13 Dollar raus. Ich mach's eigentlich ungern, aber... ich will die Truhe öffnen. Sonst noch irgendwas, das ich hier... Nein. War da Munition eben? Vielleicht habe ich auch einen an der Klatsche. Egal. Wir gehen jetzt zum Kontrollpunkt. Ah, den Körperpanzer habe ich gerade bekommen. Das ist gar nicht mal so unpraktisch. Kann ja mal vorlesen. Körperpanzer reduzieren den erlittenen Schaden. Achte auf das blaue Feld neben der Minikarte. Kaufe neue Körperpanzer im Shop. Ja, das ist das Gute an der Sache. Hier kann man nämlich auch Panzer finden. Was nicht gerade unpraktisch ist. Ich gucke mich hier nochmal ganz kurz um. Oh, was haben wir hier? Munition nehme ich gerne. Da sage ich ja nicht nein. Erpresservideos in der PC auf. Der will Lösegeld. Mir wurde gesagt, ich soll Käufer auftreiben. Tu das. Sobald das Geld von den Eltern kommt, gehen die Geiseln auf den Schwarzmarkt und wir beliefern deine Käufer. Doppeltes Geld. Das gefällt Papa. Hey, nicht über Funk. Auf der Medusa wurde Alarm ausgelöst, ihr Penner. Wir sehen es. Wir sind am nächsten dran. Scheiße, komm hierher. Ich bin soweit. Jetzt oder nie. Jetzt gib's auf die Fresse, Freunde. Ich werde euch Arschgeigen so umbringen, dass ihr nicht mehr wisst, was hinten und vorne ist. Du kannst jederzeit den Schwierigkeitsgrad ändern. Du findest die Option dafür im Bereich Gameplay. Ja, in der Theorie könnte ich zwar jetzt sagen, gut, okay. Ich ändere die Schwierigkeit. Aber... warum sollte ich? Wo ist der? Hab ihn gefunden! Er ist in Deckung! Er kommt doch niemals hier oben rauf. Aber ich habe trotzdem ein kleines Problem. Wow! Stirb aus! Ich werde dich beruhigen!
Oh shit. Okay, ihr wollt die harte Methode, die könnt ihr gerne haben. So, den bin ich auch los. Level nochmal, der hat noch nicht. Bist du Penner? Ah! Okay, du willst es auf die harte Tür, ja? Weggefetzt. So, einer ist noch im Spiel. Wo bist du, du Fässer? Schon wieder? Ich... Ich finde dich! Glaub mir das! Okay, du willst es auf die harte Tür, ja? Komm her. Du wirst schon sehen. Was? Tschüss. Hey Dennis, bin auf der Medusa. Piraten sagen, dass... Jason, was will unseren Tod? Keine Zeit zum Reden. Komm nach Amanaki, ja? Wir brauchen deine Hilfe. So gern ich Arschgeigen euch auch ausnehmen würde wie eine Weihnachtsgans. So gern ich euch wirklich ausnehmen würde wie eine Weihnachtsgans. Aber ich habe keine Plätze mehr frei. Leider so bitter gerade. Neues Tutorial, Gesundheit. Die Gesundheit wird durch die gelben Felder um die Minikarte angezeigt. Halte Y zum Heilen. Kaufe oder stelle Medizin her, um dich zu heilen. Das Heilen ohne Medizin ist langsamer und schwächer. Das stimmt. Aber... Was? Gesundheitsregeneration. Achso. Wenn du einen Teil eines Gesundheitsfeldes verlierst. Das Feld regeneriert sich langsam, wenn du ein ganzes Gesundheitsfeld verlierst. Das Feld regeneriert sich nicht. Benutze in dem Fall Medizin, um dich zu heilen. Okay. Alter Schwede, war das krass eben. Muss definitiv einmal verkaufen. So. Karte. Wo sind diese Kasper-Viecher? Am Arsch! Am Arsch! Jetzt komm schon! So, ich muss nach Amanaki. Aber auch nur, weil ich hier einmal auch verkaufen muss. Wenn ich den hier immer ein... Bingo! So. Wieso brauche ich keine Munition? Das ist mir jetzt echt... Irgendwas könnte ich mir noch kaufen. Irgendwas, das richtig teuer war. Damit meinte ich nicht gerade das unbedingt. Das? Oh ja.
Ich hoffe, dass die um einiges besser drauf ist. So, erstmal verkaufen. So. Jetzt bin ich wenigstens ein bisschen los und kann mal ein bisschen jetzt gucken. Nein, das war's nicht. Das war's. Okay, erweitertes Magazin kann nicht schaden. Ich bin zwar jetzt fast pleite, aber das ist auf jeden Fall wert. Kann ich speichern? Oh ja, kann ich. Und will ich auch sogar, weil das brauche ich nämlich definitiv. Handbuch. Und da wieder. Okay, das war die Waffe eben. Wie sieht's eigentlich mit der Beute-Rucksacktasche aus? Was brauche ich da denn? Tapirfell. Die sind gar nicht mal so weit entfernt. Die sind gar nicht mal so weit in. Wisst ihr was? Wir machen zuerst die die Tieraufgabe, also hier die Part des Jägers Aufgabe. Ich komme jetzt nicht auf das Wort. Und wenn ich Glück habe und ich Tapire killen muss, was ich hoffe, wäre das nämlich eigentlich sogar ein Segen. Heilige Scheiße ist die. Heilige Scheiße, habe ich viel Magazin. Alter! Alter Schwede! Heiliger! Später. Bären haben einen Farmer zerfleischt. Erledige sie mit der am Zielort gestellten Schrotflinte. War ja klar. Gut, dann nehme ich das Auto eben schnell. Oh. Zack. Ich habe zwar einen weiten Weg jetzt vor mir, ist aber egal. Pisst euch. Da! Fick dich. Nein, 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 nein. Toll. Was mit dem Wagen? Bist du sicher? Okay, ihr wollt ja gerne sterben. Fuck you! Tschüss! Möchte sonst noch irgendjemand von euch sterben? So.
Thank you.